Immer. Er kommt mir vor wie jemand, der nur sich selbst traut. Basim ist von Natur aus verschlossen, aber er ist weise und aufrichtig. Und er hat mir die Augen für eine große Wahrheit geöffnet. Er hat mir eine Belohnung versprochen, so ungewöhnlich, so unglaublich, dass sie dir den Verstand rauben würde. Bruder, unser Bund besitzt das eiserne Heft einer Streitaxt. Lass dich nicht von Basim und seinen verlockenden Weissagungen von unserem einfachen Ziel abbringen. Niemals. Unser Ziel steht fest. Wir werden erst über Mercia und dann über ganz Englerland herrschen. Aber Basim ist so scharfsinnig. Er liest so vieles in meinen Gesichtszügen. Er kennt die Gebete meiner Vorfahren und... Nun, wir werden meine Geschichte etwas später besingen. Warum so vermummt, Fremder? Sigurd, töte das stinkende Fischweib! Haltet ein! Der Verräter Gedrick kommt vor Gericht, wie all die anderen verräterischen Tarne dieses Schiers. Du bist die Verräterin, Edwin! Du führst Alfred von Westsexer und sein Heer hierher! Halt deine Ale-Luke, Gedrick, du Schoßhund der Dänen! Du verkaufst uns an Westsexer! Und an diesen verfluchten Alfred! Das lassen wir nicht zu! Du bist nicht der Aldermann, Edwin. Dreh um und verschwinde, dann werden wir dich verschonen. Heidnische, dänische Schlange! Stinkender Misthaufen, ich scheiße auf euch alle! Herrin, wähle deine nächsten Worte mit Bedacht. Vor dir steht der zukünftige Herrscher von ganz Englerland. Sigurd vom hungrigen Rabenclan. Leg die Waffen nieder, lass meinen Freund frei und küss meine herrschaftlichen Füße. Du hast die Wahl. Sigurd, bist du bei Toast? Und du kannst meinen rosigen Arsch küssen, du Bauer. Ich habe genug von dem Abschaum. Sie gehören euch. Häutet sie lebendig und gerbt mir einen schönen Sattel. Dein letztes Gedrick, Stück. Was haben sie dir angetan? Was hast du dir da wieder angetan? Bleib stehen, Bauer! Das nicht los! Gegen die Bastarde kann ich immer noch kämpfen! Genau richtig! Das ist dein Ende! Nein! Verdammte Dämonenbraut ist entkommen! Ich hätte mit euch gekämpft! Ihr hättet mich befreien sollen! Gedrick, das ist Eivor, mein unbeugsamer Bruder. Sei gegrüßt. Das war dein Plan? Wolltest du Edwin mit deiner blassen Hoffnung auf den Thron umgarnen? Eine Weissagung, Eivor, nicht Hoffnung. Zankt euch später! Edwin hat die meisten Tarne des Schiers verhaftet. Wenn es nach ihr geht, sind sie vor dem Abendessen tot. Versorg deine Wunden, Gedrick. Wir befreien deine Freunde. Und was ist mit der heiligen Frau, Fulke? Du hast uns ein Treffen mit ihr versprochen. Das habe ich.
Und doch bleibt mir schleierhaft, warum ihr sie sprecht. Wo ist sie? Tarnhold weiß es. Fulke lebt auf seinem Land. Doch er stirbt mit den anderen, wenn wir die Verhandlung nicht stoppen. Weise uns den Weg und wir gehen. Je schneller du sprichst, desto eher retten wir sie. Südwestlich von hier auf halbem Wege nach Ochsenerfort bei der Feste der Villa Lea. Basim, Eivor, zu den Pferden. Wie früher, Eivor, du und ich mit gezückten Klingen und flammenden Herzen. Wer ist diese Fulke, von der Basim sprach? Eine Verbündete, Eivor. Eine wichtige Verbündete. Eine heilige Frau, die über Weissagungen und geheimes Wissen verfügt. Das ist nicht die Art Bündnis, nach der wir suchen, Sigurd. Nein, es ist viel besser. Du ahnst ja nicht, welche Entdeckungen uns erwarten. Du sprichst in Rätseln, Bruder. Weil ich lebe, Eivor. Mein Herz brennt im Feuer der Schlacht. Wie in alten Tagen, hä? Ja, Sigurd. Wie in alten Tagen. Erinnerst du dich an die Jagd jenseits der Nordwege? Unsere erste Beute war ein stattlicher Zehnender. Wir haben ihn zusammen erlegt. Unsere Pfeile waren wie fliegende Eiszapfen. Wir hatten scharfe Knochen zum Häuten der Bestie. Du zur Rechten, ich zur Linken. Wir sprangen und schlugen zu. Wir landeten auf dem Boden wie ein gefällter Baum. Dann ein blutiger Ringkampf. Das verdammte Biest hat mich gebissen. Ich wusste gar nicht, dass Hirsche beißen. Doch ich habe seine Kehle durchspießt und der Lebenssaft ergoss sich auf die Erde. Das war sein Ende. Was für Geschichten ihr erzählt. Es ist nur eine von Tausenden, Basim. Es war der glorreiche Morgen unserer Leben. Du hast mir noch nicht erzählt, wer diese Fulke ist. Wenn die Zeit reif ist, werde ich es tun. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt eines größeren Plans. Größer als Englerland zu erobern? Welchen Plan bräuchten wir noch? Geduld, Eivor. Geduld. Gut. Behalte deine Geheimnisse für dich. Doch wenn dieses Bündnis scheitert, kannst du sie mit ins Grab nehmen. Das Fieber wird schwinden, sobald du die Wahrheit kennst. Versprochen. Wir sind noch nicht zu spät. Da vorne findet die Verhandlung statt. Meine Klinge ist... Ich muss mich in Acht nehmen. Sollen wir hineinrollen, die drei brennende Ölfässer? Sie werden die Gefangenen gleich hinrichten. Bleib in der Nähe. Ich helfe den anderen. Du bist zerschmettert.
das? Nordman, Glocke! Läutet die Glocke! Danke dir, mein Leben. Ich stehe, Gedrick. Gedrick bat mich, dich zu finden. Gehen wir. Schnell. Nieder mit Edwin! Gott verfluche dich! Das wirst du bereuen! Dafür wirst du bezahlen! Dort können wir uns in Ruhe unterhalten. Wir haben jahrelang an der Seite des verschlagenen Aldermanns gekämpft. Nun will uns seine Witwe an den Kragen. Seid gesegnet. Dank euch kann ich es Lady Edwin mit Blut heimzahlen. Ich bin Tarn Holt. Lebt Gedrick noch? Er ist in Buckingham und wohl auch. Nein, Kevin, das ist nicht normal. Wir stehen an eurer Seite, auf dass dieses Land in Händen jener bleibt, die Mercia. Das hat sich das Mikro wieder umgeschaltet. Egal ob Sachsen oder Dänen. Ich weiß nicht, was los ist. Die letzten Streams stellen sich immer die Einstellungen zurück. Sex auch nur eines meiner Schweine zu verkaufen. Na, immerhin. Wenn Gedrick nach hinter dir fast steht, eine Viertelstunde tue ich es aufgefallen. Auch. Es heißt, du kennst deine heilige Frau, Fulk. Wo können Nein, wir sie Kevin, das Mikro hat sich umgestellt, ich hab's nicht gesehen. Edwin ist unser Ziel. Nach dem Nachtdienst habe ich dann nicht mehr so den Kopf, das zu kontrollieren. G6, also tut mir leid. Sorry, also, ja, ich hab dich bemerkt, aber ja, wie gesagt, Mikro hat sich. Du meine Hilfe naja, willst, nach dem Nachtdienst erwarten keiner kompetente Entscheidung. Was macht diese Verrückte so wichtig für deine Pläne? Wenn wir sie finden, antworte ich auf alle deine Fragen. Bis dahin schweige ich. Ihr müsst verstehen, Fulke ist eine Ketzerin. Sie sät vergiftetes Wissen und ist eine Feindin der Kirche. Beste Freundin. Sie behauptet, sie hätte Gott gesehen oder mit ihm gesprochen. Lady Edwin ließ sie verhaften. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Vermutlich in einem Kloster. Wir überprüfen das. Sigurd, sollten wir Gedrick nicht berichten, was hier vorgefallen ist? Sprich du mit ihm. Wir müssen uns beeilen. Fulkes Leben könnte in Gefahr sein. Im Kloster denke ich eher nicht. Wir riskieren alles, was wir hier erreicht haben, wegen dieser Frau zu verlieren. Vertrau mir, Eivor. Fulke ist wichtig. Das wirst du schon bald verstehen. Das hoffe ich. Wir haben ein Lager östlich von Linford. Es ist ein alter Hafen an der großen Use. Wir treffen uns dort. Wir Tane werden eine Fürt aufstellen und euch helfen, Edwin zu stürzen. Koste es, was es wolle. Berichte Gedrick davon und sag ihm, dass wir bereit sind, wenn er ruft. Oh. Wir werden jeden Mann. Der Nachtdienst haut richtig rein, muss ich sagen. Ah. Na, ja, das ist nicht schön. Sowas ist nicht schön. Okay. Ein Fest. Ja, dann gucke ich doch gleich mal.
Ich muss auch heute gucken. Ich habe morgen Frühdienst. Also heute komme ich aus dem Nachtdienst, morgen darf ich direkt in den Frühdienst. Yay. Freue ich mich ja unheimlich. Heute ist quasi mein freier Tag. Ich finde das geil, der Tag... Eigentlich müsstest du echt Punkt 12 Uhr die Arbeit niederlegen. Ah, meine alten Bogenskills sind wieder da. Ach ja, du, das kann man vorstellen, dass das lustig ist. Yay, Tier noch ein. Aber wenn ich das sehe, habe ich nochmal richtig Bock auf Medieval Dynasty. Muss ich auch meine Dynastie mal weiterführen. Ja, sind bald Ferien oder dauert's noch lang? Ach, keine Soldaten weit und breit. Gedrick hat sich um sie gekümmert. Diese Woche noch, ah, okay. Ach du, ich finde den ganzen Kram Bullshit. Ich finde das ganze Bullshit. Ah, oh Kevin, das hat der eine oder andere auch schon über mich gesagt. Dass so ein Schrank so agil ist. Müsste es mich auf der Arbeit mal sehen, wenn ich meine Stunts bringe. Mal einen Wandlauf hinlege oder sowas. Und ja, das kommt in der Altenpflege öfters vor, als man glaubt. Der Gang ist blockiert mit Leuten mit Rollstuhl, wo ineinander stecken bleiben. Und ich muss schnell auf die andere Seite, weil da drüben ein Alarm geht. Anstatt dass ich stehen bleibe und die auseinanderfahre, springe ich entweder mit Anlauf zwischen den beiden durch, drehe mich so zur Seite, oder habe auch schon mal den ein oder anderen Wandlauf hingelegt, um irgendwo vorbeizukommen. Oder irgendwo drüber gesprungen. Ich bin auch schon über den Tisch gesprungen, wo ich vorher gearbeitet habe. Hatten wir mal das Problem, wir hatten einen Balkon und
unterhalb des Balkons war der Garten. Und das Problem war, ich habe immer gesagt, wir brauchen eine scheiß Treppe am Balkon in den Garten, dass wenn da unten was passiert, dass du schnell rein kannst. Runterkommst, weil das Problem ist, du musst außen rumrennen dann. Also erstmal Haupteingang raus, außen rumrennen. Derzeit, gerade wenn einer einen Herzinfarkt oder sowas hat, geht es um Sekunden. Und da ist dann tatsächlich was passiert. Und während die Kollegen sofort losrennen, um außen rum zu rennen, bin ich der Einzige, der vom Balkon gesprungen ist. Er ist gut ausgerüstet. So viel steht fest. Das war ein guter Fang, Bursche. Und ein ziemlich blutiger. Ölkrüge, roten Pfeile, Tierfutter. Nimm alles mit, was uns nützen kann. Verbrenn den Rest. Gedrick. Eivor, leben die Tane noch? Jeder einzelne. Sie stellen gerade eine Fürth aus fähigen Männern zusammen. Sie stehen an deiner Seite, Gedrick. Wir brauchen jeden Speer und Schürhaken, wenn wir Edwin stürzen wollen. Wenn ich dir. Und dein Bruder, steht der noch an meiner Seite? Mir gefällt deine direkte Art, Gedrick. Meine Axt und die meines Bruders gehören dir. Nee, da hast du recht. Edwin hat sich in ihrer Feste verschanzt. Sie erwartet weitere Männer und Vorräte. Verflucht sei sie. Wo sind dein Bruder und sein seltsamer Freund? Sie suchen weiter nach dieser Frau, Fulke. Er scheint zu glauben, dass sie uns im Kampf gegen Edwin helfen kann. Ich verstehe bloß nicht, wie. Tu, was du tun musst, Eivor. Ich bereite die Männer, die ich habe, auf den Kampf vor. Ich eile zur Feste Kühnebälle und stelle die Fürth für den Angriff auf. Edwins Burg ist stark und gut gesichert. Kann ich irgendwas tun, um ihren Griff um den Schier zu lockern? Oder um ihr Angst einzujagen? Ah, ein guter Gedanke. Du kannst ihre Fahnenträger dezimieren, falls du welche siehst, und meine Fürth vor Angriffen schützen. Wir haben einige ihrer Vorräte gestohlen. Solltest du mehr Dinge wie diese finden, vernichte sie. Das werde ich. Wenn du bereit für den Kampf bist, such mich im Lager bei der Feste Kühnebälle auf.